Hallo, willkommen bei der Firma Bresser. In diesem Video möchte ich euch erklären, wie man diese Wetterstation, die WLAN-Wetterstation 5-in-1, mit dem WLAN verbindet. Diese Wetterstation gibt es übrigens noch in zwei weiteren Varianten. Einmal in der Farbe Weiß mit der Artikelnummer 72581 und einmal in Vertikal mit der Artikelnummer 72585. Diese Wetterstation hat die Artikelnummer 72580. Aber für alle drei Wetterstationen gilt das Gleiche. Die Verbindung mit dem WLAN ist also identisch. Um eine WLAN-Verbindung herzustellen, ist es wichtig, dass sich die Wetterstation im AP-Mode befindet. Das erkennt man dadurch, dass hier, wo normalerweise die Uhrzeit steht, AP blinkt. In den meisten Fällen, wenn Sie die Wetterstation auspacken, neu bekommen, wird dort schon AP blinken und dann sind Sie schon fertig. In manchen Fällen kann es aber sein, dass dort die Uhrzeit steht. Dann bekommt man folgendermaßen in den AP-Mode. Hier hinten befindet sich ein Knopf Wi-Fi-Sensor. Diesen Knopf drückt man so lange, bis vorne das AP blinkt. So, dann kann man wieder loslassen und das AP blinkt und wir befinden uns im Access Point Mode. Jetzt können wir die Wetterstation mit dem WLAN verbinden. Dazu benötigen wir ein WLAN-fähiges Endgerät. Also entweder ein Laptop, der WLAN-fähig ist, ein PC, der WLAN-fähig ist oder auch Ihr Smartphone. Dort müssen Sie jetzt in Ihre WLAN-Einstellungen. Und zwar dort, wo alle Ihre Netzwerke, alle Ihre WLAN-Netzwerke in Ihrer Umgebung aufgeführt werden. Dann sollte bei Ihnen Folgendes erscheinen. PWS plus irgendeine beliebige Buchstaben-Zahlen-Kombination. Die ist immer unterschiedlich. Dann verbinden Sie sich damit. Dann öffnen Sie einen neuen Tab und geben oben in die Adresszeile 192.168.1.1 ein. Dann öffnet sich die Einstellungsseite der Wetterstation. Hier können Sie auch noch die Sprache auf Deutsch einstellen. Im Reiter Einstellung stellen wir jetzt alle Einstellungen für die Wetterstation ein, damit sie sich mit dem WLAN verbinden kann. Dazu ist es erstmal wichtig, dass Sie hier oben den Router auswählen. In den meisten Fällen ist der Router schon derjenige, den Sie auch in Ihrem Haus stehen haben. Wenn Sie mehrere Router haben, werden dort noch mehrere Möglichkeiten angegeben. Dann müssen Sie sich halt den richtigen Router auswählen. Darunter gibt es dann die Sicherheitsstufe Ihres Routers. Das ist in den meisten Fällen WPA, WPA 2. Sie können aber auch Web oder Open angeben. Darunter kommt nun ein Feld, dort steht Router-Kennwort. Hier geben Sie bitte nicht das Router-Kennwort, sondern das Kennwort Ihres WLAN-Netzwerkes ein. Dann gehen wir weiter runter. Jetzt kommen wir zu den Wetter-Server-Einstellungen. Sie haben die Möglichkeit, mit dieser Wetterstation Ihre Wetterdaten an zwei Wetterdienste zu senden. Einmal Wonderground und einmal Weather Cloud. Sie können hier auswählen, an welchen Wetterdienst Sie Ihre Wetterdaten senden wollen. Wenn Sie zum Beispiel Ihre Wetterdaten nur an Wonderground senden wollen, müssten Sie hier den Haken entfernen. Wenn Sie die nur zu Weather Cloud senden wollen, müssten Sie den Haken bei Wonderground entfernen und bei Weather Cloud setzen. Für dieses Beispiel werden wir uns jetzt mal nur bei Wonderground anmelden. Dafür ist es wichtig, dass Sie sich vorher bei Wonderground, dasselbe gilt übrigens auch für Weather Cloud, vorher registriert haben. Nachdem Sie sich registriert haben, bekommen Sie dort eine sogenannte Station-ID und ein Station-Key, was hier mit Deutsch übersetzt Stationstaste genannt wird. Das Gleiche gilt auch wieder für Weather Cloud.
Wenn Sie diese Station-ID und diesen Station-Key haben, können Sie den dann entsprechend eintragen. Nachdem Sie diese Daten eingetragen haben, Ihre Stations-ID und Ihren Stations-Key, können Sie weiter runtergehen. Dann steht hier noch Zeit-Server-Setup. Dort steht eine Server-URL und dort ist meistens time.nist.gov eingegeben. Den können Sie eigentlich so stehen lassen. Der funktioniert eigentlich immer. Dann gehen Sie auf Einstellen. Wenn die Verbindung mit dem WLAN erfolgreich ist, dann hört das AP auf zu blinken und das WLAN-Zeichen sollte auch aufhören zu blinken. Nach einer gewissen Zeit wird dann auch über diesem WLAN-Zeichen ein Sync erscheinen und die Uhrzeit sollte sich auf die richtige Uhrzeit, auf die UTC-Zeit einstellen.